Wenig Schlaf und langes Reisen vertragen sich nicht, Freunde. Vor allem dann nicht, wenn man Magenprobleme hat. Wir sind auf Krabi. Und wie geht's deinem Magen? Mein Magen sagt, Krabi ist gut. Ja, Thomas hat Magenprobleme. Woher sie kamen, keine Ahnung. Mit dem Flugzeug sind wir 1,5 Stunden von Bangkok nach Krabi und vom Flughafen nochmal zum Busbahnhof, wo wir 2 Stunden auf unseren Transfer warten mussten. Weg hier, der olle Pulli. German Edition. Hey, my friend. I get 5,000 baht from you. Why? You lost something on the street, my man. Oh. Yeah. I missed to put it in the min. In the min. Schon teuer gewesen. 2 Getränke, 1 Euro. Nach der Ankunft gab es dann erstmal einen frischen Mango-Shake für 50 Baht. Frisch zubereitet mit Eis und Zucker. Erst dachten wir bei der Geschmacksexplosion, es wäre natürlich so. Aber wenn ihr mal hier sein solltet, sagt Bescheid, wenn ihr keinen Zucker wollt. Thank you. How much? 50 Baht. Wo kommt das her? Full Moon Party, oder? Das erzähl euch mal jetzt, meine Besten. Die Geschichte begann Ende 1980. Es fand erstmals eine private Geburtstagsparty in einer Bungalow-Anlage statt. Eine Handvoll Touristen feierten zu psychedelischer Trance-Musik. Ah. Sie dachten, dass der Strand gut geeignet sei, um den Vollmond zu bewundern. Das ist es. So hat's angefangen. Okay. Weil die Feierlichkeit offenbar gut gelungen war, wurde das Fest schon bald wiederholt und entwickelte sich überall innerhalb kürzester Zeit zu einem Geheimtipp unter Rucksacktouristen und Aussteigern. So viel zum Thema Full Moon Party. Wir sind mit dem Reisebus 3 Stunden quer über die Insel und dann mit der Fähre über See nochmal 1,5 Stunden nach Koh Samui. Das Wetter war Bombo und ich hatte keine allergischen Beschwerden. Aber safe cool, dass die alle gleich weiter haben. Wenn du raus willst, drückst du den Stoppschalter. Vorbei, dir. Ich hab geträumt, dass ich zu euch einsage, Jungs, mir geht's zu gut. Ich fahre nach Hause. Das war eine Erlösung. Wir sind nach Hause gefahren mit den Frauen und denken so, hä, was mach ich hier? Und irgendwie geht's mir so scheiße, dass ich dann irgendwie erst wohlgefühlt habe mit der Scheibe, dann hab ich Flügel zurück, Digga. Dann hab ich mir nach Flügen geguckt, ob ich wieder zurückkomme, Digga. Dann hab ich angerufen, seid noch immer neben dem Hotel hier, the day. Okay, meine Damen und Herren, was geht? Wir sind am Start hier in unserer schönen Hotelanlage. Jetzt mache ich erstmal die Linse sauber. Ich habe Yannick seinen schönen Bad gemacht. Ich habe meinen Bad gemacht. Erzählt mal, wie war eure erste Nacht im Hotel? Geil, Digga. Ja? War sehr kurz, muss ich sagen. Ja, ich habe auch nicht ausgeschlafen. Echt? Ich bin sehr ausgeschlafen. Wirklich? Digga, wir waren in einer Mall gestern gewesen. Die war so lang. Echt? Digga, die hat gar nicht aufgehört. War die größte Mall der Welt. Für dich in dem Moment wahrscheinlich. Das hier? Das ist doch der Todesapfel. Ja, der sah so ein bisschen aus, der Maschinenapfel. Digga, was geht hier ab, Leute? This is amazing, man. Digga, du siehst ja so maximal fresh aus. Du siehst sehr fresh aus. Warum bist du so ruhig? Was los? Ruhig. Du bist so ruhig, mein Bruder. Ruhig, ich bin sauer. Warum bist du sauer? Weil wir im Urlaub sind. The Stay ist unser Hotel auf Koh Samui und nach der ersten Nacht musste erstmal ordentlich gefrühstückt werden. Nach ein bisschen Strecke zu Fuß sind wir auf dieses Lokal gestoßen und es war auf alle Fälle eine gute Wahl. So, wie viel habt ihr bestellt? Für wie viel? Arthur, wie viel zahlst du für dein Frühstück? 500 Baht? Janik? 400 glatt.
400? Okay, dann. Nein, geht so. Ich bin gespannt, was wir für unser Geld jetzt bekommen. Und? Diabetes, Alter. Guck mal, jetzt ist sehr künstlich, wa? Was ist das hier? Mango? Maracuja? Irgendwas Passion Fruit, irgendwas Mix. Ja, probier mal. Wir wollen die Reaction mit auffangen. Das schmeckt so lecker. So lecker? Oh, so lecker sogar. Das riecht schon geil. Ich muss erstmal ihr Haar aus meinem Essen nehmen. Kurz, hast du hier? Eine halbe Stunde schneiden. Die Haare sind auch gesund, habe ich gehört. Bisschen Bohnen. Wenn es dann eins von kostet schon. Bisschen Bacon und Rührei mit Pilzen und Käse. Man hat gutes Essen bekommen und vieles auf der Speisekarte ging schon in Richtung europäisches Essen. Alles, was wir bestellt hatten, war ausgezeichnet und machte den Laden direkt zum Stammlokal. Für 350 bis 500 Baht konnte man sich den Magen bis oben hin vollstopfen. Umgerechnet so maximal 13,50. Wer ja auch mal vorbeikommen möchte, checkt den Link in der Videobeschreibung. Er angetoastet. Uh-huh. Er wollte aber, er hat beide Seiten gemacht, weil er mag, wenn es crunchy ist. Thank you. Ich hätte sie geglaubt. Mensch, sehr geil. Pierre? Norman? Was machst du denn hier? Ich weiß nicht. Wir sind doch in Berlin, oder? Schönes Wetter. Ja, das hat sich aber ein bisschen verändert hier mit den Pflanzen, oder? Ja, weißt doch, entwickelt sich alles. Digga, es ist so schön, Alter. Endlich, dieses schöne Wetter. Genießlich. Wir können hoffen, dass du nächsten Tag ausbleibst. Ja, Mann. Also bis Samstag hat sich das verschoben. Davor wäre ja schon heute schlechtes Wetter, oder? Only good vibes. Only good. Good vibes only. Es ist einfach traumhaft schön. Was sind das hier für Säcke? Ist da bitte nicht das ganze Wasser weggespült? Der Sand, meinst du? Das Wasser weggespült wird. Da vorne auch, also wie hoch der Wasserstand teilweise ist, wie das alles unterspült ist. Also die Strände sind hier künstlich angelegt oder was? Nee, hey, aber die nutzen sich halt ab. Aha. Oh. Deutlich besser. Da hinten konnte man gestern noch stehen, da wo die Bäume sind. Da ist quasi so eine Art Steinriff. Hier ist quasi noch so eine Absperrung. Ich glaube, da, damit man halt nicht zu weit rausschwimmt. Ansonsten könnte es ein bisschen gefährlich werden. Da habe ich falsch geglaubt. Die Steinformationen im Wasser sind Wellenbrecher. Sie sollen einfach den Strand vor Zerstörung schützen und starke Wellen schwächen, mehr nicht. Ansonsten ist am Morgen der Wasserspiegel so hoch, dass man am Strandende gerade noch so laufen kann. 28 Grad hat das Wasser, right? Siehst du, ich habe gestern 26 geschätzt, Alter. 28 Grad, das ist also so angenehm, hier lang zu laufen. Man friert nicht. Sogar am frühen Morgen kann man hier reingehen. Stell dir vor, du läufst hier nachts lang, komplett besoffen, Dicker, auf einmal kommt die Flut. Und ich fühle dich einfach mit. Du denkst dir, was gut ist? Pierre hatte vor unserer Ankunft die Gegend schon abgeklappert und die Achtbar entdeckt. Aber unser erstes Tagesziel war der Strand und die Jetskis. Dein erster Eindruck, mein Freund? Den Strand? Ja, nee, generell jetzt hier so. Die schwimmen gehen. Traumhaft, Digga. Jetski? Ja. Listen to me. We are happy to tie up them. All of them, brand new. You see? New. Brand new. New. You look? You can make special price for 4. More than 30 minutes. More than enough, man. How fast they are? 80-85 kilometers 1 hour. Ah, okay. This one about 90-95. 95? 90-95. Not much different. Not much different. Oh, okay. Okay, can you make special price for us? Okay. 2,200 baht for large. 1,700 baht for small. 1,400? No, 7. Here, okay, we go to the others. They have better options. You listen to me. Okay. We are Sea-Doo, the top of the line. Yeah. Not Yamaha. We go to talk with our friends and then we come back, okay? We have to talk with this car. 1 hour, maybe. Are you from? Germany. Welcome. We're from Germany, man. Welcome. Thank to you, Istanbul. Thank you. Hope see you later, huh? Das sind schon mächtige Maschinen, ja. So, ja. Guck mal, er meinte, dass wenn wir mit einem anderen fahren, dass wir die ganze Zeit Dings in die Fresse so fahren. Nee. Der meinte, schluckt das ab. Ja, it's a protection for water. Yeah, that's right. That's right. You, when you arrive in this water, no water will come to your face. Yeah. And new, you look all of them new. Bei Jetski geht es dann so noch so eine Blende nach oben, die das ganze Wasser abhält, alles in den Mund, dass alles in den Mund reinkommt. Das schwimmt es ab, damit nicht alles in den Hinten reinkommt, wenn du schnell fährst. Was ist das? Das ist genau das, was du eigentlich brauchst, Digga.
Schwimmer bei Grunewald zusammen sozusagen kannst, eigentlich muss ich jetzt fahren. Dicker, die haben da auch Schwimmwesten. Ja, ich weiß. Guck mal, red dich nicht raus, okay? Digga, das ist eine einmalige Gelegenheit, so günstig Jetski zu fahren. Digga, weißt du, was Norbert meint, was wir jetzt bezahlt haben für eine halbe Stunde? Die bezahlen mit 30, 32 Euro. Da haben die für 15 Minuten 150 bezahlt. Also wir sind nicht gefahren. Die hätten so viel bezahlen müssen dort. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Cocoa bread. Was soll ich euch noch erzählen, Freunde? Auf Jetskis vor der Küste Koh Samuis. Der Tag war bis dahin schon perfekt. Anschließend stand noch die Akbar an, um dort den Rest des Tages rumzuhängen. Coke Zero, frische Kokosnüsse und Pad Krapau Gai.